Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helpless Farming und das natürlich heute mit den Mädels und zwar einmal mit der lieben Ela und einmal mit unserem kleinen Springflummi, der Hayley. Hallo. Hallo! So, und meine Lieben, wir haben ja was Neues, ne? Weil, ihr wisst ja, die Hayley war das letzte Mal unterwegs mit dem grünen Gefährt, dem grünen Schwadmeer und der hat ja hinten nicht gelenkt, deswegen ist da etwas Neues dazugekommen und das wird die Hayley jetzt mal in Betrieb nehmen und die Ela und ich gucken mal zu, weil die Ela kann sich das noch nicht richtig vorstellen, wie das Ganze mäht. So. Aber da bewegen Mädels sich auch keine Leute. Ja, Mädels mit Haar. Der lenkt. Das ist so was. Nein, was machst du denn da her? What is it? Warum lenkt der nicht? Ja, Exe. Sag mal, wo ist denn da vorne und wo ist denn da hinten? Warum lenkt der nicht? Du musst mittig ranfahren. So, gut. Okay, so viel. Ah, geil ist, wie sich das Ding hier dreht. Time goes by. Gut. Hayley, hat an bitte, der Uhr gedreht. Bitte zur 42. Ach Mann. Jetzt dreht. Ja. Ach Mann. Hauptsache irgendwas genommen, ne? Nein. Und nicht getestet, falsche, ne? Falsche Richtung. Ey, pass mal auf, ne? Es gar nicht. Falsche Richtung, du bist so 42. Ja, warum rum? Ach, du fährst dort drin. Okay, Hela, komm, Ela, komm, wir gehen hier lang. Hela. Hela. Hela von Sinnen. Ich wollte Ey, und Ela in einem. Hela. Hela von Sinnen. Ey, mein iPhone, ne? Das ja. Ist das. Das speichert nicht, What? Wie ich schreibe. Das nervt mich ein bisschen. Ich muss nochmal in die Einstellungen gucken. Doch, und das ist das Doppel-Schwarz-Dingens da. Was ist passiert? Was ist denn jetzt passiert? Ah! Mir wurde donated, aber steht nicht in meinem Aktivitätsfeld. Oh nein! 3 Euro was? 33? Vielen, vielen lieben Dank für deine Donation. Dankeschön. Nee. Oh, steht nicht im Aktivitätsfeld. Oh, doch, das kommt später. Ja, das ist der Schwader, Ela. Gespeichert, Ela. Xana ist Geburt. Argleise, ne? War ein bisschen Argleise. Das ist der Schwader, den wir aber nachher erst benutzen, weil, wie gesagt, wir machen hier Heu draus aus der Wiese. Lauter muss ich machen. Denn es gibt ein, man muss ja dazu sagen, Mädels, ihr habt ja gelesen, was wir unter Konfi geschrieben hatten, ne? Wo ich mal die ellenlange Sprachmail geschickt hatte. Hä? Weiß ich nicht mehr. WhatsApp. Ja. Was für eine Sprache? Hatte ich doch mal die ellenlange Sprachnachricht mit dem Verlauf vom Projekt geschickt. Hört ihr manchmal nicht zu. Ach so, ja. Bitte? Ja. Bitte, was war das, Ela? Was? Hä? Mhm. Okay. Sie hat schon recht. Genau so ist es. Alles gut. Ah ja. Oh, das Schild war weg. Ich weiß. Macht ihr öfters. Ist immer schön. Nee, aber auf jeden Fall ist es ja so. Das Ganze, was wir heute hier machen, hat auch einen besonderen Grund für euch, für mich weniger. Okay. So, deswegen bitte genau zuhören und aufpassen bei dem, was wir machen. Da bin ich ja so gut drin. So gut. Soll ich dann hier starten, oder? Und hier mal rummähen? Na, du kommst auf der 42. Wo bist du denn? Ich bin auf der 42. Naja, genau. Da oben ist sie, Ela. Komm mit, wir gucken mal. Wie mein Chat halt immer voll stolz ist, dass ich XML sagen kann. Ja, kann ich jeder. XML. Und so. Was ich weiß, was das ist. So, Ela, guckst du an. Ich guck. Ich sehe halt nicht, wie ich fahre, weil ich keine Räder habe, die sich bewegen. So, deswegen kommen wir gleich zum nächsten. Hey, du fährst jetzt mit ganz runter und dann nimmst du bitte die Mittelspur. Aha. Weil da werden wir gleich was machen. Ups. Sehr schön. Oh, sorry fürs Mischen. Das ärgert mich jetzt aber, dass der nicht lenkt. Du stehst im Weg. Ja, fahr dran vorbei. Sehr gut. So, genau. Dann kommst du hier rüber gefahren zu der geraden Seite. Aha, Xana. Ich hab eine Donation bekommen für unser Helpless Projekt und ich habe die Nachricht nicht gesehen. Ich bin so traurig und es steht nicht mal im Aktivitätsfeed. Du wirst es überleben. Was machen wir jetzt? Wir beobachten einfach die Hände. Nee, warte. Die junge Frau muss jetzt hierher fahren. Denn das macht in der nächsten Folge Ela, das glaubst du. Hierher, putt. So, so, du musst jetzt, aber schön ins Grün, ne, zum Mähen hier. Ja, okay. Ne? Wir wollen ja nicht leer fahren. So, bitte gerade ansetzen, das Gefährt. Das ist doch gerade. So, gerade. Okay, stopp, stehen bleiben. So, jetzt aktivierst du bitte GPS. Wie? Alt C? Ja. Ja.
So, und da okay. Ela als erstes Ja gesagt hat, Ela, bitte unterstütze sie. Jetzt ist es angeblich Arsch. Hayley. Du sollst dir sagen, wie es weitergeht. Unglaublich. So, wie geht's weiter? Sie hat GPS angemacht, Ela. Du hast GPS angemacht. Jetzt drückst du STRG und S. Ja. Dann klickst du oben rechts auf automatische Breite. Ist das der Pfeil oder was ist das? Da steht automatische Breite rechts oben. Nee. Doch, unter 0,01 steht automatische Breite. Ach ja. Da drückst du einmal drauf. Ja. Gut, kannst du es wieder zumachen? Ja. Jetzt drückst du Alt-E zweimal, bis ein A hinter dir erscheint. Ja. So, jetzt fahrst gerade 15 Meter ungefähr. Und dann müsste hinter dir ein Strich auftauchen. Kein Strich. Immer noch aber das, keiner. Aber das A ist dran. Es war eben dran, jetzt ist es stehen. Okay, sollten jetzt zurück nochmal Alt-E. Erledigt? Ich habe gedrückt. Gut, und jetzt mal Alt-X, dann müsst ihr bimmeln. Blip. Genau, und jetzt drückst du die 3. Ja. So. Und jetzt fährst du mit GPS. Und das soll ich mir merken. So, die 100.000 Kürze. Ja, warte. Du musst nicht lenken. Ich muss aber hier lenken. Nein, du musst nicht lenken. Okay, ich habe gelenkt. Ja, das ja, jetzt ist GPS gemacht. Wieder aus. Ah. Was muss ich drücken? Alt-E. Alt-X. So. Okay, ja, guck, wie toll er fährt. Ja, Supi. Weil du es gerade versäubelt hast. Nee, ich habe wieder gedrückt. Du hast gelenkt. So. Ja, und dann habe ich wieder Alt-X gemacht. Bleib stehen, Mensch, wo möchtest du hin? Naja, es fährt GPS-mäßig. So, genau, nein, das war der Tempomat, dann muss er extra Gas geben. Genau, so, wieder ansetzen. Habe ich aber nicht. So, wieder ansetzen, Alt-X ja, drücken. Alt-X. Und die 3. Und nicht lenken. So, und wenn du dann unten bist, wo nichts mehr ist, ne, dann drückst du die 3, dass er stehen bleibt. So. Das wird, das sieht gut aus. Mach das Tempomat wieder aus. Genau, das sieht gut aus. Es wird aber ziemlich schief. Nee, ja, das ja, weil die Spur so eingestellt ist. Genau. So, das wird. Aha. Immer kommen. Super. Lassen einfach fahren. Ja, lassen laufen. Oh, lass sag mal, fährt der mit GPS einfach nur geradeaus so. Oder was? Ja. So, ja, pass auf, weil jetzt. Dann musst du keine Spuren halten. Beidrücken, bremsen. Okay. Genau. So, jetzt fährst du dann wieder in die nächste Spur rein. Setzt du wieder gerade an. So. Alt-X. Und die 3. Und 3. Und nicht lenken. Und einfach laufen lassen. Sehr lass gut. Laufen. Aha. Lass kesseln. So, genau. Aha. So. Konnte man das GPS nicht auch visuell anzeigen lassen? Alt-L. Ah. Siehst du? Und jetzt. Das ist angenehmer. Jetzt läuft das Ganze. Aha. So. Zu mir heißt es immer so: Echse sagt, Ela, mach die Linien aus. Ja, nee, ich muss ja sehen, wie das Ding fährt. Ela, bei dir ist schon fortgeschritten. Hayley lernt gerade. So. Denken Sie dran, oben, junge Frau: 3 drücken, Alt-X. Musste mir im 8. ja auch alles selber beibringen. Fanny, das ist schon verjährt. Sehr gut. Ach, so lol. Sehr gut. Jetzt Alt-X. Ja, gut, ist drin, wa? Nee. Ist das, sobald er die Spur hat und ich Alt-X drücke, fährt er dann die Spur hin? Du brauchst den bloß gerade hinstellen, dann drückst du Alt-X, dann drückst du 3 und dann fährt er automatisch in die Spur. Ja. Ah. Genau. Alright. Verstehst? Okay, jetzt wird's doch hilfreich. Also mit diesem 1000-mal Alt irgendwas drücken, das ist kompliziert. Das muss ich noch ein paar Mal machen. Aber okay. Halt die Schnauze. Man kann die Spur, das ist der Vorteil, man kann die Spur, wenn du die einmal angelegt hast, kannst du die auch abspeichern für genau diese Wiese. So, dann brauchst du quasi diese ganzen Drückungen, die du vorher gemacht hast, na, brauchst du dann nicht nochmal machen. Du gehst dann einfach bloß ins Menü, wählst das Gespeicherte an und drückst dann einfach Alt-X. So. Weißt du wie? Aha. So, das ist einfach eine Übungssache. Mega. I am Hayley confused. An was erinnert mich dann dieses Auto? Nee, weiß auch nicht. Irgendwas. Go Gadget.
Auf jeden Fall, was ich vorhin noch erzählen wollte, mein iPhone lernt anscheinend nicht so wirklich schnell, wie ich schreibe. Doch, das braucht ein bisschen Weile. Ja, es braucht ewig im Vergleich zu meinem Handy davor. Und es schreibt Ela halt nach, es schreibt nicht Ela. Es will nicht Ela schreiben. Ich habe jetzt schon 1000 Mal mit dem Handy Ela geschrieben. Nein. Es schreibt immer Lea und vorhin meinte es, okay, Lea ist es wohl nicht, wir schreiben jetzt Ella. Mit Doppel-L. Okay, Ella. Von mir aus. I mean, man könnte auch einfach Ela schreiben, was ich schon 100.000 Mal geschrieben habe, aber iPhone denkt sich so, nee, Dana, muss was anders genau sein. Muss Dana was anders sein. Der sagt auch immer Ella. Gut, Ela, ja. Du hast noch... Fanny, hallo. Wir lassen jetzt die Haley hier erstmal weitermachen. Ja. Ela, du springst auf die 2, also Feld 2, da steht ja noch dein Fahrzeug und machst das bitte noch fertig. Boah, Ansehen. Und schaust bitte... Oh, wir tauschen in der nächsten Folge, versprochen. Ja, ja, das müsst ihr sogar... Und dann versucht das hier mal ohne GPS. Das müsst ihr sogar. So, Ela, wie gesagt, du machst auf der 2 das noch fertig. Und schaust bitte, was daran noch gemacht werden muss für die nächste Folge. Denn wenn ihr tauscht, übernimmt das Haley. Und ich stelle hier bei der Wiese schon mal parat, wie es hier weitergeht. So, und all das, was wir... Sieht das aus wie eine Dampflok ohne Schornstein? Ja! All das, was wir heute machen, hat einen besonderen Grund, Mädels. Deswegen, ich sag's gerne nochmal, aufpassen, ne? Haley. Das hängt, ich weiß jetzt, was es mit deiner Sprachnachricht auf sich hat. Ja, ich habe das auch im Kopf. Ela, wollt ihr mir das antun? Was? Muss ich mir das antun? Bitch. Bitch. Ja, wir können auch, Alter, ich mach auch gegen dich. Puh, Alter. Puh. Das wird richtig fetzig, aber bitte verratet's nicht, Mädels. Aber da, nein, es stimmt. Eigentlich tatsächlich, wir könnten uns das auch nochmal überlegen, ob das nicht Ela doch nochmal anders macht. Ich hätte Haley ja den Spezialtrecker fahren lassen. Am Excel bin ich bei dem auch schon vorbeigefahren damit. Oh ja, der hat mir kurzzeitig die Augen verblitzt hat. Ja. Das ist ja, wie kann man denn so ein Ding fahren? Nimm halt die Spur da drüben. Aber ich muss anmerken, Mädels, ne? Ich will es nur mal erwähnen, weil es schön war. Ja, ich hatte einen schönen Männertag. Sehr schön. Das freut uns. Dass wir nicht danach gefragt haben. Ja, ja. Ich wollte es einfach nur anmerken, ne? Nachdem heute... Hey, es ist so frustrierend, weil ich morgen arbeiten muss. Und wir waren vorhin beim Essen und 2 Häuser weiter ist quasi eine Kneipe. So da standen die da mit so einem Bulldog und Anhänger und haben da so ein Partygefährt draus gemacht, wo hinten drauf steht, ihr hupt, wir trinken und so. Mit voll der Anlage drauf und voll die Partymugge und alle gut drauf und alle besoffen und ich denke mir so... Wir hocken voll deprimiert beim Essen und so, wir wollen mitfahren. Lass uns mitfahren. War so schlimm für euch. Ja. Ja, vorbar. Ach, Mädels. Bin da sehr frustriert immer. Ja. Und nie dürfen die Frauen mit an so einem Tag. Ja, das ist ja auch ein Männertag. Ja, ja, hallo. Genau. Ja, dann sagt mal den Weibern, dass wir das am Muttertag auch machen sollten. Ja, wieso macht das denn nicht? Das bleibt doch jedem selbst überlassen. Das ist verpönt am Muttertag, weil Muttertag die Frauen zu Hause bleiben müssen. Ja, und Anführungszeichen verwöhnt werden sollen. Ja, genau. Da gibt es so ein verkohltes Ding zum Frühstück und ein hartes Brötchen. Verwöhnt nicht mit Alkohol. Das ist okay. Ja. Nee, das Problem ist einfach nur, dass das halt Sonntag ist und da keine scheiß Boys auf hat. Ja. Das ist das Problem. Ach Mädels, ihr habt ich echt ein schweres Leben. Ich hatte heute auf dem Fahrrad in der City einen pinken Planwagen von mir. Oh geil. Oh, die Dampfdinger. Wir haben also Dampffahrzeuge gesehen. Die waren witzig. So kleine Dampflokomotiven. Ja, ach, die sind wir haben die richtig, ich glaube, so angeschürt und so. Ja. Alter, das war voll funny. Warte mal, Dampflokomotiven oder Traktoren, also Bulldogs? Nee, Dampftraktoren. Ja, das sind so Bulldogs. Das waren kleine Züge, Mann. Das sind Bulldogs, das sind keine Züge. Sagt zu Traktoren niemals Zug. Das war doch kein Zug. Das waren kleine Traktoren. Hast du den Flyer noch? Ja, in meiner Tasche. Ich schwöre, da steht was von... Dampfmaschinen steht oder Dampfzüge. Ja, natürlich, oder aber eine Dampfmaschine ist ja richtig. So, aber es ist ja kein Zug. So. Das sieht aus wie ein Zug. Nach der Folge gehe ich gucken. Ach. Von meiner Tasche. Okay. Geh gucken. Aber die waren witzig, die waren so mini. Der eine, der hat ja noch im Dach, dass er seinen Kopf da rausstrecken konnte. So witzig. So, ich mache jetzt schon mal hier alles fertig. Genau. Wo haben wir denn? Wo hat sie es denn hingestellt? Irgendwie sehe ich hier nicht schön an, aber... I don't know, in welche Direction dieses Ding hier fährt. Ja. Weil ich keine Reifen habe. Und ja, ich lasse Gras stehen. I know. Das ist ja nicht so schlimm. Der gleiche GPS, das dann alles erwischt. Genau. Ja. Alles wird gut.
Solange du wild bist. Über 100 Motorräder. Oh, ja, Motorradfahren wäre halt auch noch so eine Idee gewesen, gell? Ah, zwei Radfahren war schön, bis auf den Wind. Der war Sacke. Das war ansonsten richtig, richtig toll. Ein schöner Männertag. Ja, war schön. Wir hatten auch einen schönen Männertag. Not really. Breath as fuck. Ach ja, aber warte mal, ne, war's nicht so, ihr habt doch zwei Tage, oder? Was? Ja, warte mal, gibt's denn nicht... Welchen Frauentag gibt's auch noch? Ja, siehst du, welche Sachen, ne? Da hängen wir ja einen Tag hinterher, das ist ja sowieso... Aber es ist kein Feiertag. Ja. Da kann ich mich trotzdem nicht betrinken. Nee, ja, da, kann ich, da könnt ihr an mich denken, schön. Aber trotzdem. Das freut mich. Aber das trotzdem. Ist wie Klatschen. Aber trotzdem. Das ist wie genau, das ist wie Klatschen auf dem Balkon so. Danke. Danke für euren Respekt. Danke. Können wir uns nur nichts von kaufen, haben wir auch nicht sonderlich viel Freude. Ich habe gerade wieder eine geile Aktion für die Tage im Kopf. So, ja. Aber gut, meine lieben YouTuberinos, schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu, zu der Thematik. Und lasst gerne das Däumchen da, denn wir sind erstmal wieder durch für heute. Die zweite Folge steht jetzt an. Ne? Seid gespannt, wie das bei den Mädels abläuft und was das Ganze für einen Hintergrund hat, erfahrt ihr auch noch in den nächsten Wochen. Oh, hoppala, ich habe so, bis dahin, tschüss und ciao. Ciao, ciao. Tschüss und ciao.